There we go. Traffic. Eigentlich nicht, ne? Ja. Auf Gibraltar, Gibraltar, das ist jetzt schön. Ja? Sonne, angenehm. Ne? Ja. Ja. Weil Gibraltar ist das quasi Spanien. Wetter, ja. Ja, ja, ja. Kann ich auch mit meiner, dank meiner britischen Karte roben. Ja. Ja, ich bezahle keinen Cent Pfund extra, wenn ich mit meiner britischen Karte da rome. Das ist schon toll. Ja. Die Leute hier müssen bezahlen, weil Gibraltar ist kein EU-Land. Die müssen dann extra bezahlen. Ich nicht. Gibraltar wird wie die Isle of Man, Jersey und Guernsey als EU-Land behandelt. Ja. Obwohl es keins ist. Nein. Aber trotzdem keine Roamingkosten. Nothing. Wie kommt man da eigentlich hin? Die haben aber so keinen Flughafen. Ja, die haben aber einen. Echt? Ja. Ganz klein. Ganz klein. Gibraltar. Ja. Very small airport. Ja. Was auch kein EU-Land ist, sind die Vatikanstaaten, ne? Ja. Vatican City. Ja. Okay. Da ist aber so. Ja. Ich weiß nicht, wo man kommt. Ach so, ja. Aber trotzdem muss man da eben aufpassen. Ja. Da sind viele Deutsche schon reingefallen. Echt? Ja. Du, ich muss zugeben, das ist auch, das kann vielleicht passieren, ne? Dann ist Schluss mit lustig. Genauso, genauso das Problem Monaco. Ja.
Monaco ist ein Land in der EU. Nö. Nee, irgendwie nicht. Ja, und dann die 12.000 Euro Rechnung kommt dann ja auch erst mal später. Ja, da den Urlaub bezahlt dann dein deutscher Anbieter. Wirklich. Fährt hier ein Auto, wir sind. Achso, ich dachte, das ist ein Auto. Bitte? Nein, du bezahlst. Er stellt dir das alles teuerst in Rechnung. Das ist doch der Witz. Da hat ein Deutscher auch mal gedacht, ich mach mal auf den Färöerinseln Urlaub. Das hat er, sein Urlaub hat ihn dann 2000 Euro Roaminggebühren gekostet. Ja, ja, weil die Leute sich 0,0 informieren. Der ist mit dem Gedanken auf die Inseln gefahren. Ach, das gehört ja zu Dänemark und irgendwie wird es schon zur EU dazugehören. Nee, nee, die Färöerinseln haben ihr eigenes. Also spuck's doch aus. Inseln sind ein eigenes kleines Ländlein. Ja. Kleinstes Inselchen. Die haben ihr eigenes Mobilfunknetz und haben 0,0 mit Dänemark zu tun. Das ist wie mit der Isle of Man. Aber gut, die deutschen SIM-Karten sagen ja dann, sie bezahlen 1 Euro pro Minute. Da sollten die Leute ja dann schon stutzig werden. Das ist, wenn sie da landen, ne? Zum Beispiel. Ja. Dann werden sie doch wahrscheinlich irgendwelche Unfälle kriegen. Wenn ich da jetzt lande mit meiner EASIM, ja, auf der Isle of Man, dann schickt